Was geht ab, meine Ringdive-Gang? Schön, dass ihr wieder da seid. Freunde, 15:0. Das ist die Statistik von dem neuen Terror in der UFC-Weltergewichtsdivision. Shavkat Rakhmonov heißt der Mann. Von dem schauen wir uns jetzt heute auf jeden Fall mal kurz die Highlights an. Aber bevor wir loslegen, gibt's wie immer erstmal 5 Sekunden Werbung. Wenn ihr demnächst Geld sparen möchtet bei Minecraft und Kampfsportartikeln, checkt ab jetzt mal in die Videobeschreibung. Dort gibt's einen saftigen Rabattcode. Zuerst will ich euch mal kurz den aktuellsten Kampf und Knockout von ihm zeigen. Aus dem UFC-Kampf vom Wochenende. Hier hat er gegen Harris gekämpft in der grünen Hose. Shavkat Rakhmonov ist jetzt hier in der blauen Hose, in der blauen Shorts. Hat einen Sambo-Hintergrund, den man jetzt hier auch ganz gut erkennen kann. Hebelt seinen Gegner, wirft ihn erstmal runter. Boom! Reingedreht mit dem Kick direkt an den Kopf. Bodenkampf, Ground and Pound. Bah! Bah! Zweimal eiskalt an das Kinn erwischt und der Gegner ist weg. Hat erstmal Basketball mit seinem Kopf am Ringboden gespielt. Boah, waren das harte Treffer. Und jetzt macht er noch kurz den Money Move. Ah, der Kick war gar nicht 100% perfekt getroffen, ne? Ein bisschen abgedämpft worden, auch von der Deckung von Harris. Der hat es noch geschafft, rechtzeitig die Hände hochzunehmen. Dennoch hat es auf jeden Fall Wirkung gezeigt. Nimmt ihm jetzt hier das ganze Gleichgewicht und dann am Boden zwei brutale Treffer direkt an das Kinn. Also da Ground and Pound eiskalt. Das war der aktuellste Kampf. Und jetzt schauen wir uns mal allgemein seine ganzen Highlights an von der Vergangenheit. Ebenfalls ein UFC-Fight hier. Ich weiß aber gerade gar nicht gegen wen. Boah, hat der Gegner jetzt unter Druck gesetzt. An der Cage Wall richtig den Druck aufbauen. Der hat so einen interessanten Kampfstil. Der steht irgendwie komplett offen. Oh, da war der Choke drin. Schau mal, der hat so einen Stil. Der hat den Kopf und Oberkörper so aufrecht, ne? Normalerweise tuckt man ja das alles so ein bisschen ein, dass man nicht so viel Trefferfläche dem Gegner bietet, aber der steht immer so aufrecht, ohne Rücksicht auf Verluste, geht er einfach in den Gegner rein, marschiert da rein, ja, verteilt harte Hände, ohne Respekt dafür, ob er selber vielleicht ausgekontert wird, also Eier hat er auf jeden Fall. Der hat 13:2 als Amateur, also auch eine ganz gute Amateur-MMA-Bilanz. Boah, was ist das denn? Das ist einfach der kleinste Fighter in der UFC, den ich je gesehen habe. Das ist Weltergewicht, die kämpfen 77 Kilogramm. Der ist gefühlt 1,60 Meter groß, sein Gegner. Krass, das ist der kleinste Gegner, den ich je gesehen habe in dieser Gewichtsklasse. Ich glaube, ich habe noch nie einen gesehen, der diese Körpergröße hat bei dieser Gewichtsklasse. Voll der kleine Panzer ist es. So, er bringt ihn jetzt hier wieder zu Boden. Aber ringt gar nicht viel mit ihm herum, sondern versucht direkt die harten Hände an den Mann zu bringen. Oh, wieder reingedrehter Kick. Scheint einer seiner, der Move zu sein, die er regelmäßig benutzt. Und hier wieder hat er wieder den Knockout gesucht, mit dem Knie reingegangen. Also ja, der reingedrehte Kick, ne? Spinning Heel Kick hier, das ist definitiv, glaube ich, einer seiner Favoriten-Moves. Bringt er auch echt explosiv. Schafft mit der Hand Reichweite, beziehungsweise ein bisschen Distanz, um den Ground and Pound an den Mann zu bringen. Und jetzt ganz, ganz easy Rear Naked Choke reingebracht. Oh, hier sieht man jetzt aus der M1-Zeit, glaube ich, sind es seine... Ja, genau, M1. Da war er ja sogar der Champion. Ne? Hat sich dort den Titel geholt damals, bevor er dann in die UFC rübergegangen ist. Da, ihr seht es immer wieder. Da, wieder reingedrehter Kick, nochmal reingedrehter Kick. Definitiv einer seiner Special Moves. Ist jemand, der anscheinend viel lieber im Striken ist als jetzt im Bodenkampf. Obwohl er Bodenkampf, Ringen und so, das hat er auch alles wirklich drauf, wie man das immer wieder jetzt hier gerade erkennen kann. Hat wieder hier den Choke drin. Junge, der reißt ihm fast den Nacken hier gerade raus. Holy moly, das sah so aus, als würde er ihm gerade die Wirbelsäule aus dem Rücken rausziehen, Mann. So tief war das. Junge, schaut euch das mal an, wie das überstreckt ist. Der Gegner versucht sich dann noch irgendwie zu wehren und zu verteidigen, ne? Aber wundert mich echt, dass er ihm nicht das Genick rausgerissen hat. Warte mal, wer ist jetzt wer? Okay, Shavkat ist jetzt hier. Wow, der ist fast angenockt. Der geht fast Knockout. Wartet mal. Holy shit, das habe ich jetzt gerade gar nicht erwartet. Also, wir haben jetzt seinen Gegner in der grünen Short. Shavkat ist jetzt in der weiß-roten Shorts. Was ist das? Battle Nomads Astana. Also das ist wahrscheinlich in Kasachstan irgendwie eine Veranstaltung, so wie das jetzt hier ausschaut. Hat seinen Gegner erstmal hier kurz zu Boden gebracht.
Und dann geht er hier mit dem übelsten, miesen Overhand-Rechten, richtige Windmühlenschwinger. Erwischt ihn, er wackelt wie so ein Mortal Kombat-Charakter nach der, kurz vor dem Fatality-Move. Geht hier zu Boden, ist auf dem Rücken. Schafft es hier anscheinend, sich noch irgendwie von dem Move zu erholen. Flying Knee. Uppercut hinterher. Junge, der Typ hat richtige Eier, wie das aussieht. Ne? Hebelt ihn runter zum Boden und jetzt wieder der Ground and Pound. Und schafft es jetzt tatsächlich, sich noch den Sieg zu holen. Maschine. Kämpferherz hat er, Eier hat er, Herz hat er. Sah bis jetzt alles echt gut aus. Striking sieht gut aus. Ein bisschen offen nur, wodurch er jetzt hier zum Beispiel da auch ausgekontert wurde, ne, mit dieser Overhand-Rechten. Da muss man vielleicht ein bisschen, da muss er vielleicht drauf aufpassen. Hier mit dem Leberhaken den Gegner erwischt. Boah, aber das war doch kein richtiger Treffer. Ich weiß nicht, ob der Gegner sich da jetzt hingelegt hat, weil er keinen Bock mehr hatte, oder ob er ihn wirklich einfach nur perfekt an der Leber erwischt hat. Boah, bam, bam, bam. Junge, hämmert er da gerade rein. Der Typ schläft doch schon fast. Hier noch schön ein Triangle, womit er den Gegner ein bisschen schlafen schickt. Eine Handykamera-Aufzeichnung anscheinend. Qualität wie Sony Ericsson von 2006. Und hier wieder, nochmal. Hat nochmal die Position gesucht, hat sich den Rücken gesichert und dann zack, 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 hat er ihn direkt erstmal in den schönen Choke reingepackt, Rear Naked, richtig tief, wo er sich nicht mehr befreien konnte. Also Ground and Pound. Ground and Pound, bisschen mit dem Kopf von dem Gegner am Boden dribbeln und Spinning Heel Kicks sind, glaube ich, so seine Lieblingsmoves. Versucht jetzt hier noch ein bisschen mehr Druck aufzubauen. Bis er den Gegner hat. Ja, die letzten Clips sind jetzt nicht mehr allzu interessant, weil es nur ganz, ganz kurze Zusammenschnitte sind. Hier nochmal ein Rear Naked Choke, den er durchbringt. Ich denke, das reicht jetzt hier auch schon, um uns ein erstes Bild von dem zu machen. Also Shavkat Rakhmonov, ich verstehe, warum er aktuell im Hype ist. Sieht nach einem sehr interessanten Fighter aus. Kein Fighter, der irgendwie auf Nummer sicher geht, sondern die ganze Zeit die Action sucht und hat auch einen sehr interessanten, zuschauerfreundlichen Kampfstil, muss ich ehrlich sagen. Bin mal gespannt, was der jetzt hier noch in der UFC alles reißen kann, weil der ist im Weltergewicht. Eine sehr, sehr starke Gewichtsklasse, ja, also Khamzat Chimaev, Usman, Covington, Masvidal und alle anderen, die sich da gerade rumtreiben. Eine extrem starke Gewichtsklasse. Mal sehen, wie weit er es da bringen kann. Aber ich werde jetzt in Zukunft definitiv ein genaueres Auge auf ihn werfen. Schreibt mir auf jeden Fall mal kurz eure Meinung. Was haltet ihr von ihm? Ne? Und wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst Bescheid, Freunde. Drückt den Daumen hoch, teilt das Video mit euren Freunden, die auch mal Shavkat Rakhmonov kämpfen sehen möchten. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt alle gesund, passt alle auf euch auf und ciao, ciao.